Das Üben mit dem Kiesoball ist eine wunderbare Ergänzung zur chiropraktischen Betreuung. Sollte irgendwas schmerzhaft sein oder sich irgendwie unangenehm anfühlen, sofort abbrechen und den Chiropraktor um Rat fragen. Der Ball sollte ungefähr zu 80% aufgepumpt sein, damit er sich der Wirbelsäule anpassen kann und immer auf der Mitte der Wirbelsäule platziert werden. Als erstes die Kiesoballübung für die Lendenwirbelsäule. Den Ball einfach an den oberen Teil der Lendenwirbelsäule legen, dort wo die Kurve der Brustwirbelsäule nach hinten in die Kurve der Lendenwirbelsäule nach vorne übergeht. Eine Zeit lang liegen bleiben, tief atmen und dann einfach ein bisschen hochrutschen, sodass der Ball die Lendenwirbelsäule ungefähr einen Wirbel weiter herunterwandert. Ruhig länger liegen bleiben als hier im Video, es dient nur der Demonstration. Man kann ruhig eine Minute liegen bleiben, zumindest 30 Sekunden in einem Bereich und dann langsam wieder etwas hochrutschen, sodass der Ball langsam herunterwandert. Vom oberen Ende, vom Beginn der Lendenwirbelsäule bis hinunter zum Kreuzbein. Das ist der Knochen, der zwischen den Beckenschaufeln liegt. Ganz langsam und immer wieder tief atmen und einfach entspannen. Nicht auf den Ball hin und her rutschen, um zu versuchen, etwas zu lösen, sondern einfach nur den Druck des Balls arbeiten lassen. Und tief entspannen, tiefe, langsame Atemzüge, alles loslassen und einfach den Ball arbeiten lassen. Dies ist optional, wer möchte, kann ganz am Schluss, wenn der Ball unter dem Kreuzbein liegt, die Beine lösen und die Knie einfach auch ohne Kraft, nur mit Hilfe der Schwerkraft, in Richtung Schultern sinken lassen, um den unteren Bereich noch einmal aufzudehnen. Hier auch noch einmal tief atmen und dann einfach den Ball herausnehmen und entspannen.